So, wir wollen zu Yades. Um nach Yades zu kommen, müssen wir in den Luftgarten hin. Hätte ich hier nicht aus. Ach so, deswegen. Ja, okay. Und zwar müssen wir nämlich hier hin. Was das wohl sein mag, sieht ein wenig wie die Grabstätte der Esper aus. Mal untersuchen. Warte, Kupo! Ich spüre eine unheimliche Kraft, Kupo. Gefährlich? Solch eine starke Kraft spüre ich zum ersten Mal, Kupo. Es ist nicht von dieser Welt, aber kein Gespenst, Kupo. Es ist mehr eine Kraft aus einer anderen Welt, Kupo. Egal. So. Position: Lilly und Vivi halt nach hinten. Man sieht auch, ich habe so ein bisschen Level noch gegaint und all so ein Kram und mir fällt auch gerade ein. Ich sollte vielleicht auch Dings machen. Level Up und Ability Up brauche ich nicht bei dem Kampf. Ich brauche sowieso alle Ability Up für Zidane eigentlich gar nicht mehr. Arsène Lupin. Eigentlich schon recht nützlich. Ich werde jetzt allerdings so noch mal gucken, was kann der Gute dann? Gut, was kann ich denn so alles reinnehmen? Ich denke mal, Hast ist keine dumme Idee. Reflekt auf jeden Fall nicht. Levitas brauche ich nicht. Immerregener ist eigentlich immer sehr gut. Wilhelm Tell lasse ich mal drinne. Wäre der Ninja. Achso, dann könnte ich auch von der hinteren Reihe aus normal angreifen. Vollmond wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, mein lieber Steinerchen. Thermometer, das brauchst du nicht. Ich werde Adrenalin drin lassen. Vollmond nehme ich rein. Immer Hast. Felsenfest, falls er doch irgendwas damit zu tun hat. Thermometer, ist das eigentlich? MP 50%, das ist, denke ich mal, ganz gut. Gift und Galle, Urschrei. Nehme ich raus, weil ich meine nicht, dass da großartig irgendwas kommt.
Was können wir mit den letzten drei machen? Nichts wirklich richtig. Alles klar. Antireflekt halte ich für relativ sinnvoll. MP 50% definitiv. Wobei, für den. Bla 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 bla. Das werde ich auch mit reinnehmen. Konterzauber. Gift und Galle halt. Ich meine, schick wäre es jetzt wirklich noch halt Antireflekt zu haben. Bei Antireflekt halt den wundervollen Beigeschmack hat, dass es halt durch Reflekt durchgeht. Vorbereitung abgeschlossen. Und hier beginnt der Kampf gegen Yades. Der härteste Boss im gesamten Spiel. Und dafür die Vorbereitung. So. Natürlich trifft es. Engel. Oh! Hi! Ich weiß gerade gar nicht, welches Level das ist. Es ist verfehlt, also das bringt auf jeden Fall nichts. Hier haben wir jetzt Todestribunal. Todestribunal ist Schattenelementar. Und durch Todestribunal haben wir halt diesen wunderschönen Beigeschmack. Ich glaube, Stein ist der einzige, der jetzt halt nicht Schatten absorbiert. Im Normalfall absorbiert ja das Schatten. Dadurch, dass ich jetzt diese Elfenquest gemacht habe, absorbiert er es nicht mehr und nimmt dadurch halt ganz normal Schaden. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen böse. Ja, physische Angriffe funktionieren natürlich auch. Also das sind die zwei Sachen, die halt wegen Todestribunal halt durch die Elfenquest halt gemacht wird. Au! Oh, Transmodus. Ich weiß gerade gar nicht, was man von ihm halt alles klauen kann. Elixier, Kaiserrobot, Dunkelkristall und Eifersplitter. Eigentlich ist das letzte der Dunkelkristall und der Eifersplitter so ziemlich das, was ich haben möchte. Ach du heilige Erkampferwünschung. Der Erkampferwünschung, ich glaub's aber nicht. Das dürfte lustig werden.
Macht das auf die gesamte Gruppe? Ich glaube ja. Nein, er macht das auf Steinerchen. Gut, das ist ein Heilmittel. Vivi, du machst ebenfalls ein Heilmittel auf. Sie dann. Das geht auf die gesamte Gruppe, ne? Jupp. Ich glaub's aber nicht, ne? Aber ja, das ist Jades. Das ist schön. Gott sei Dank habe ich kurz davor gespeichert. Alles klar. Nee, dann kann ich halt meine Gruppenkonstellation schon mal ganz anders aufstellen. Ich habe jetzt nicht mehr gewusst, dass er halt auch verwünschen kann. Also, das läuft doch nicht. Der Luftgarten ist jetzt auch wieder ganz woanders, ne? Aha. Wo ist er denn? Das ist der Windschrein, Lagune. Wenn er doch mal irgendwo sein könnte, wo man ihn halt schnell wiederfindet. Da ist er. Jetzt ein bisschen südlich gewandert. Irgendwo hier müsste das sein. Oder obendrauf. Ja, hier ist er. Auf jeden Fall den Eifersplitter hätte ich ganz gerne schon. Wenn wir aufrufen. Wie gesagt, die Position von den beiden setze ich jetzt erstmal bewusst nach hinten. Wilhelm Tell direkt raus. Exorzismus kann auch raus. Level up. Dingsbums. Ich glaube, Thermometer kann ich allerdings rausnehmen. Denn das wird normalerweise nicht gemacht. Felsenfester Fury rein. Das wäre der Licht. Dann bin ich nämlich nur noch winzig.